herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Ja, meine heutigen Gäste sind in Baden-Württemberg an der Bergstraße zugeschaltet und es sind dies die Heinke Wedler und der Stefan Hund. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Christoph. Sehr, sehr gerne. Schön, dass ihr da seid. Ihr merkt schon, ihr seid das erste Mal, dass ich mal zwei Gäste bei mir habe. Sonst habe ich immer einen Gast oder eine Person hier, mit der ich sprechen kann. Ist für mich nochmal neu, aber ist auch ganz spannend, weil ihr auch ein ganz spannendes Thema mitgebracht habt. Und zwar geht es ja heute um das Thema Trauer in Unternehmen. Und wir hatten ganz kurz darüber gesprochen, Stefan. Ich finde das höchst interessant, das Thema mal aufzugreifen, darüber mal zu sprechen. Und du machst das jetzt da heute mit deiner Frau zusammen. Das finde ich sehr, sehr schön. Und bevor wir da mal einsteigen, würde ich einfach mal sagen, stellt euch doch mal ganz kurz vor. Vielleicht wollen wir mit der Heinke zuerst mal anfangen. Ist das gut? Gerne. Ja, mein Name ist Heinke Wedler. Ich bin 54 Jahre alt. Man muss immer schon jetzt anfangen zu rechnen. Grundsätzlich seit 30 Jahren jetzt Sicherheitsingenieurin, also von Haus aus Bauingenieur und Sicherheitsingenieur. Seit 1995 selbstständig als externe Sicherheitsingenieurin für kleine und mittelständische Unternehmen tätig. Und zwar in der ganzen Bandbreite, was die Arbeitssicherheit, aber auch das betriebliche Gesundheitsmanagement inklusive Organisationsberatung so mit sich bringt. Das heißt, von diesem ganz klassischen Arbeitsschutz nach dem deutschen Arbeitssicherheitsgesetz, dem Arbeitsschutzgesetz und allem, was da drunter und drüber so ist, zu den neueren Themen, psychische Belastungen. Das ist so das ganz Spannende, was mir so richtig doll gefallen hat die letzten 10 Jahre. Da habe ich mich richtig reingekniet, auch mit Betriebspsychologie nochmal separat. Und das ist auch einer der Steckenpferde, die wir hier bei uns im Büro anbieten. Denn das ist so ein Thema, das bekommen die Sicherheitsfachkräfte, Sicherheitsingenieure aufgedrückt. Aber dafür sind die grundsätzlich ja gar nicht ausgebildet. Und die Arbeitsmediziner, die dann wahlweise dann nochmal angeguckt werden, die sagen auch, das kennen wir gar nicht. Und so, und das ist so eine Lücke gewesen, die mir auch riesig Spaß gemacht hat, neben dieser ganz klassischen Arbeitssicherheit da tiefer reinzuschauen. Habe dann auch in dem Rahmen dort mich mir Verstärkung geholt, nämlich in Form von Stefan. Super. Stefan, wir hatten dich ja auch schon in der Episode 221. Aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht gehört hat, nochmal ganz kurz mal dich noch vorstellen, bevor wir dann aufs Thema dann eingehen nachher. Ja, mein Name ist Stefan Hund und ich bin 58 Jahre jung und seit 2 Jahren als evangelischer Pfarrer zum Schluss im Klinikum bin ich frühpensioniert aus gesundheitlichen Gründen. Habe ich was seit der Geburt mitbekommen und irgendwann hat es sich zu sehr ausgewirkt. Aber seit ungefähr 8 Jahren bin ich dabei, bei Heinke die Gefährdungsbeurteilung Psyche immer mal mitzumachen. Denn ich habe neben dem Gemeindeklinikpfarrer-Hintergrund habe ich eine systemische Beratungsausbildung. Also wie gesagt, dieser ganze Bereich ist im Endeffekt auch die ganze Zeit mein Brot-Butter-Geschäft. Und da habe ich psychische Belastungen, Gefährdungsbeurteilungen geschrieben. Und dann habe ich dann irgendwann mal gesagt, so, ich möchte doch eigentlich die gesamte Ausbildung mal machen. Eher so auch mal, um hier den Kopf so ein bisschen mehr nochmal anzudurbeln, wenn man über 50 ist. Und dann habe ich eine Ausbildung, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, als Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht, da das Fernstudium in Berlin, und habe mich dann bei der BGW zertifizieren lassen. Und somit habe ich diese Doppelung. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, was wir daraus machen können, beziehungsweise woher die Anfragen kommen. Und dann sind wir schon wieder beim anderen Thema. Genau, super.
Das heißt, jetzt, wir hatten es schon mal kurz angekündigt gehabt, es geht ja heute um das Thema Trauer im Unternehmen. Wie seid ihr da drauf gekommen? Wie ist das Thema zu euch gekommen? Wie seid ihr zum Thema gekommen? Wie sind wir zum Thema gekommen? Wir sind dadurch zum Thema gekommen, dass wir von einer ganzen Reihe von Unternehmern gehört haben. Und ich weiß nicht, inwieweit dir die Wirtschaftsjunioren etwas sagen. Also ich bin bei den Wirtschaftsjunioren auch immer noch trotz meiner fortgeschrittenen Tage engagiert und nicht unbekannt, bin ich gefragt worden, wir haben einen Trauerfall im Unternehmen, ein Mitarbeiter ist gestorben, was sollen wir denn tun? Und diese Frage kam eben halt immer mehr an dieser Stelle und auch bei Heinke in ihrem Unternehmen. Denn ja, wenn ich das Statistische Bundesamt angucke, dann habe ich jedes Jahr in Deutschland ungefähr 1,1 Millionen Menschen, die gestorben sind. 140.000, die im erwerbsfähigen Alter sind. Und da kann mir keiner erzählen, dass dieses Thema in Unternehmen nicht aufschlägt. Ja, und ich war ja früher selber mit einer kaufmännischen Ausbildung und Positionierung bei einem Pharmaunternehmen. Also ich kenne mich da so ein bisschen aus. Wir sind angefragt worden. Ja, und dann nach dem Motto, was sagen wir denn von der Arbeitssicherheit her? So sind wir im Endeffekt dazu gekommen. Ja, wie bringt man das jetzt mit der Arbeitssicherheit jetzt zusammen? Vielleicht kannst du das auch für unsere Hörer noch mal ein bisschen, oder könnt ihr das noch mal kurz darstellen? Also von der Arbeitssicherheit her hast du ja einerseits so dieses Thema, wenn du selber Trauer hast, dann bist du natürlich auch nicht so belastbar. Dann arbeitest du in der Regel langsamer, dann hast du möglicherweise mehr Fehler. Oder ich wurde beispielsweise mal in eine Situation reingerufen, da ist der Geschäftsführer ist in das Großraumbüro gekommen, hat einen Infarkt bekommen, ist zusammengesackt und die restlichen 15 Mitarbeiter, ja, und wussten nicht mehr, was sie sagen sollten. Der Rettungswagen ist weggefahren mit demjenigen. Man musste mehrere Tage nicht, wird er es überleben. Aber alle anderen waren schockiert. Und in diesem Moment bist du ganz klar bei der Arbeitssicherheit, bei dem Thema Gefährdung Psyche. Und da musst du natürlich als Unternehmer etwas tun, auch im eigenen Interesse. Und wenn du dann nur sagst, wie einige andere, also Frau Müller, Herr Meier, Entschuldigung, aber das ist Privatsache, dann sagst du natürlich, okay, dann bin ich auch Human Resource, dann bin ich einfach nur ein Stellschräubchen der Ressource Mensch. Aber hier bin ich nicht Mensch, hier darf ich nichts sein, also schreibe ich Bewerbungen. Also insofern, es gibt eine nordamerikanische Studie aus 2003, die sagt, für Deutschland damals 2003, der Schaden aus Tod und Trauer für Unternehmen liegt bei 18 Milliarden Euro. Und sind wir mal ehrlich, pro Jahr. Also wir reden nicht über kleine Summen. Zumal, das kriegst du ja auch selbst mit, über Corona sind die Menschen einfach weniger belastbar geworden, zum einen. Zum zweiten haben wir einfach einen eklatanten Fachkräftemangel. Derjenige, der nicht geboren worden ist, kann heute nicht als Fachkraft eingestellt werden. Und dementsprechend kann ich davon ausgehen, dass jetzt wir nicht mehr über 18 Milliarden reden würden, sondern ich will mal frei Schnauze schätzen, sind wir eher bei 28 Milliarden. Pro Jahr. Pro Jahr. Aber das ist dann bezogen auf welche Länder oder weltweit ist das dann? Oder? Nein, für Deutschland. Für Deutschland. Die Zahl damals für USA waren 75 Milliarden Dollar. Ja, und wie gesagt, das ist nicht weniger geworden. Ja, wie gesagt, der Punkt ist natürlich auch, da will keiner ran. HRM.de, die Publikation vom Bundesverband der Personalmanager, hat 2012 einen Artikel rausgeschickt, wo sie ganz klar sagen, 98% aller Unternehmen in Deutschland sind an dieser Stelle blankwink Kinderpropo. Die Frage ist natürlich auch, was kann man oder was soll man tun? Weil ich ich habe auch einen Kollegen, der damals in Frankfurt auch in der Geschäftsleitungssitzung einen Herzinfarkt erlitten hatte, die Sitzung geleitet hat und dann eben standen die wahrscheinlich auch mit offenem Mund da.
Also ich habe das erst im nächsten Freundeskreis tatsächlich auch mitbekommen, aber nicht mitbekommen, was danach in dem Unternehmen passiert ist. Das war damals zu weit weg. Aber was mache ich jetzt? Oder was macht das Unternehmen? Oder was kann der Einzelne machen? Oder was passiert da? Was könnt ihr da sagen? Ja, also im schlimmsten Fall kommunizierst du gar nicht. Also jedenfalls nicht verbal. Und siehst zu, dass möglichst schnell das schicke Eckbüro und der gut situierte Parkplatz so schnell wie möglich weitervergeben werden. Nicht aus mit dem Zynismus, nein. Das ist so, wie es passiert oder passieren kann, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, wenn du nicht vorbereitet bist. Und wenn jemand da möglicherweise ja täglich mit der Keule durch den Betrieb läuft. Was natürlich, ja, ich habe das Beispiel jetzt nicht aus Spaß gebracht, sondern das ist genau das, was mir eine Freundin erzählt hat. Ja, also der Kollege war im Ausland verstorben, auch mit Herzinfarkt, und die Belegschaft wusste es erst dadurch, dass plötzlich mit Papieren ein neuer Name an der Tür hing und auf dem Parkplatz ein anderes Auto stand, ja. So. Und das ist natürlich eine ganz klare Wertschätzung im negativen Sinne der Mitarbeiter, woraufhin meine Freundin auch ganz klar gesagt hat, also, ich habe mal jetzt ein paar Bewerbungen rausgehauen, ja, und auch mal die Headhunter, die mich sonst regelmäßig anpinnen, denen mal ein Signal gegeben, so darf es nicht laufen. Und damit das so nicht läuft, braucht es ein bisschen Vorbereitung. Der gesunde Menschenverstand ist immer hervorragend, dass es jeden und jede Firma noch heute treffen kann. Das ist wohl Common Sense hier bei uns, und dass man deshalb gucken sollte, dass man vorbereitet ist. Denn im Prinzip genauso sieht es ja auch beim Brandschutz aus. Da haben wir auch wieder eine Seite von der Arbeitssicherheit. Da hast du in deiner Firma, auch im kleinen Unternehmen, aber im mittleren ganz bestimmt, deinen Brandschutzordner, wo dann sich jemand mal Gedanken gemacht hat, was machen wir, wenn? Oder was machen wir schon vorher? Was machen wir dann abwehrend? Was ist organisatorisch dann gleich zu leisten? Wer ist anzurufen? Sammelpunkt und so weiter und so fort. Da hat man sich dann ja im Vorfeld Gedanken gemacht. Und genau sowas kann man zum Beispiel auch für den Trauerfall machen, egal ob es jetzt ein Mitarbeiter direkt im Unternehmen erwischt hat, aber auch wenn der Trauer von zu Hause mitbringt. Das macht ihn ja auch nicht ganz so sicher und effizient arbeitend. Da ist vielleicht dann auch der Unternehmer gefragt, auch dieses Mal zu berücksichtigen, nicht nur, wenn es jetzt traumatisch im Unternehmen selbst im Beisein der Kollegen passiert, sondern auch vielleicht, wenn jemand was von zu Hause mitbringt. Das hat also mehrere Ebenen auch das Problem. Und wenn du fragst, was kann man machen, ist eine ganz tolle Geschichte mal im Vorfeld, sich Gedanken zu machen und mal so einen Brandschutzordner mit schwarzem Rücken vielleicht zusammenzustellen. Das wäre so unsere Lösung Teil A. Okay. Jetzt nicht alle haben jetzt vom Brandschutzordner gehört oder kennen den vielleicht auch in- und auswendig. Genau. Wenn du jetzt sagst, sich Gedanken machen, vorbereiten, das klingt natürlich sehr, sehr gut. Aber wie kann man sich jetzt da tatsächlich mal vorbereiten? Also nehmen wir mal an, jetzt stirbt irgendein Mitarbeiter und überraschend, wirklich sehr überraschend. Wie kann sich jetzt ein Unternehmen da idealerweise vorbereiten, konkret? Also zum einen sollte man einfach vorher als Führungskraft sich einmal Gedanken gemacht haben, was müsste ich tun, wenn das passiert. Sprich, es sollte von vornherein klar sein, wer kommuniziert das eigentlich? Wer kommuniziert das wem? Gegebenenfalls auch, habe ich ein Muster für eine Kondolenzrede gegenüber den Kollegen, denn das hat ja auch immer eine ganz massive Einwirkung auf die Kollegen. Habe ich ein Muster für die Kondolenzrede gegebenenfalls auf dem Friedhof
oder auch möglichst persönlich gegenüber den Angehörigen. Das ist immer das Erste. Und das eben halt bitte, bitte persönlich und nicht, ich schicke eine WhatsApp. Ja, oder wie gesagt, da haben wir auch schon die besten Beispiele erlebt. Dann ist natürlich das Nächste, wen binde ich ein? Sage ich der Geschäftsleitung Bescheid? Sage ich dem Betriebsarzt Bescheid? Wo muss ich vielleicht auch gucken, wie kommuniziere ich das nach innen, nach außen, nach innen sowohl gegenüber den direkten Kollegen? Denn wie gesagt, das hat automatisch als Systemiker, sage ich ganz klipp und klar, das hat in jedem Bereich des Unternehmens Auswirkungen. Bis hin dazu, ich habe mal jemand gebracht, der sich im Rechnungswesen sehr gut auskennt und habe gesagt, bildet sich das, kann ich das im Endeffekt nach 2-3 Jahren in der Bilanz sehen? Dann sagt er ja, ganz klar. Und das andere ist, wie kommuniziere ich das zum Beispiel auch gegenüber den Kunden? Du hast A-Kunden, mit dem diese Person direkt zusammengearbeitet hat. Kannst du bisher auch nur sagen, ist halt weg. Oder, ach, der ist im Augenblick nicht erreichbar, der hat jetzt noch ein paar Wochen, ich weiß auch nicht, wann er da ist. Also auch das haben wir schon gesagt bekommen. Oder knallst du es denjenigen vielleicht auch direkt an den Kopf? Ja. Oder in heutigen Zeiten, du hast einen schweren Arbeitsunfall und wenn der Arbeitsunfall tödlich ist, kannst du davon ausgehen, dass du nicht nur den Rettungswagen direkt vor Ort hast, sondern sofort die BG, sofort die Polizei und sofort die Presse. Also ich habe einen extra Ticker seit einem Jahr laufen zum Thema tödliche Arbeitsunfälle. Und es ist ganz klar, in dem Moment, wo der Heli kommt, kommt das Fernsehen. Und das ist vielen nicht klar. Bis hin dazu, du hast genauso wie ich ein Handy dabei und nach dem Motto, wollen wir nicht noch was filmen, was man auch auf TikTok oder was auch immer hochschießen kann. Da musst du natürlich auch vorher mal mit deinen Mitarbeitern gesprochen haben, was gilt hier im Unternehmen? Wer darf reden? Ja. Und manche reden sich da gelinde gesagt um Kopf und Kragen. Das heißt, im Prinzip geht es sehr, sehr stark um richtige Kommunikation, dass man auch weiß, wer kommuniziert, wie kommuniziert man, wann kommuniziert man, dass das alles mal im Vorfeld einfach mal durchgespielt ist, dass man sich mal Gedanken macht, weil ich glaube, es ist ja vielleicht für jeden ein bisschen anders, weil Tod ist ja sehr natürlich, genau wie die Geburt auf der einen Seite, haben wir den Tod auf der anderen Seite, aber nicht jeder geht so natürlich damit um oder sieht das auch als solches. Und das wird dann auch sehr unterschiedlich aufgenommen werden. Das heißt, es geht bei euch bei diesen Brandschutzordner oder Ähnlichen, also für das Thema Trauer im Unternehmen, dass ihr einfach so eine Vorgehensweisen einfach vorgibt oder vielleicht einmal anregt, dass man sich die Gedanken macht. Kann man das so ganz grob zusammenfassen? So ist das korrekt? Jeweils für das Unternehmen. Also wenn wir mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, dann steht dann eben halt nicht nur Betriebsarzt einschalten, sondern dann Dr. Müller-Meyer-Schulze mit Handynummer XY. Bitte sofort anrufen im Vertretungsfall Frau Dr. Meyer und so weiter und so fort. Also dann wird es sehr, sehr konkret, sodass dann quasi die Führungskraft auch nur noch sagen muss, ich ziehe mir gerade den Ordner oder ich gucke gerade hier ins Intranet und habe sofort meinen Ablaufplan, nach dem ich mich richten kann. Vergesse nichts, mache nichts falsch. Ja, genau. Einfach so eine Checkliste letztlich dann auch, wo man dann hat. Oder? Richtig. Also bei uns heißt das in den Kliniken immer SOP, also Standard Operation Procedure. Und das ist immer das, wenn es ganz spannend wird, sozusagen als Richtschnur, was kommt als nächstes, damit du nichts vergisst, keinen Fehler machst und dafür aber auch den Kopf für Abweichungen oder andere wichtige Sachen frei hast. Ja, genau. Das ist jetzt sehr stark bezogen aufs Unternehmen. Das ist, glaube ich, total nachvollziehbar. Was kann jetzt der Einzelne auch machen, um hier gewappnet zu sein, wenn es wirklich zu einem Trauerfall kommt? Also das eine ist erstmal in dem Moment, wo ein Trauerfall oder wenn der Kollege Trauer hat, möglichst auch etwas anbieten. Das eine ist,
bitte so normal wie möglich mit der Person umgehen. Immer damit rechnen, dass, ja, sie ist zwar ein bisschen out of order, okay, ja, aber so normal wie möglich und wirklich auch Angebote machen. Also nicht nur nach dem Motto, wir gehen morgen Mittag Mittagessen um 12 Uhr, sondern ich hole dich ab. Denn die Person, die Trauer hat, hat häufig den Antrieb erstmal nicht, dann auch wirklich zu kommen, sondern wirklich, ich stehe jetzt in der Tür, Christoph, kommst du mit essen? Ja. Denn ganz häufig hat man ja teilweise so solche, ich sag mal fast schon archaischen Gedanken. Wir kennen zum Beispiel eine Führungskraft, die sagte, mein Mitarbeiter hat sich vor 3 Wochen verabschiedet, hat gesagt, ich kriege die Tage eine schwere Krebsdiagnose. Und dann sagte die Führungskraft, Biopsie. Und seitdem hat sich der Mitarbeiter nicht mehr gemeldet. Und dann war irgendwo auch so dieser Gedanke, wenn ich mich jetzt melden würde, das eine ist, frage ich, lebt der noch? Und das andere ist die Frage, überträgt sich das gegebenenfalls auch? Ja? Hatte noch einen anderen Aspekt, Stefan. Ja. Der könnte ja meinen, dass ich jetzt nur, um ihn ganz schnell wieder an der Arbeit zu haben, anrufe, um zu drängeln und komm schnell wieder oder sowas. Und das wollte er auch nicht. Aber ihm fehlte dann im Prinzip das Werkzeug, wie rufe ich den jetzt an, um mich einfach nur wertfrei nach dem Befinden zu erkundigen, ohne dass das gleich in die falsche Schiene kommen könnte, so frei nach dem Motto, wann kommst du denn endlich wieder? Ja, wir brauchen dich, die Arbeit türmt sich, zack, 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 werd schnell wieder gesund, sondern dieser wertschätzende Umgang, das war eine ganz, ganz wichtige Sache und das ist auch so einer der Punkte, der Module, die wir da anbieten, Ertüchtigung im Prinzip von den Führungskräften, solche und ähnliche Gespräche dann zu führen, ja, ohne dass das dass man eine verkehrte, nicht gewollte Intention dahinter vermutet, dass das Gespräch in den gewünschten, richtigen Bahnen verläuft, und aber auch berücksichtigt diese Scheu dieser Führungskraft, der kam nämlich im Prinzip dann so zwischen den Zeilen daraus, ich möchte auch mich gar nicht mit sowas beschäftigen, nachher so frei nach dem Motto, bekomme ich das auch. Wenn ich mich jetzt da zu sehr mit beschäftige, ja, könnte mich das anstecken. Ja, also da war er auch ganz, ganz unsicher und war eine ganz wichtige Geschichte, mit ihm dann das zu erarbeiten, durchzugehen. Und dann hat er wirklich, einen ganz tollen Anruf da beim Mitarbeiter gemacht, ist auch über nächsten Tag dann vorbeigefahren, besucht mit dem Körbchen und so weiter. Aber dieses Eis dann zu brechen, also das war eine ganz wichtige Sache und er war hinterher so glücklich. Wo es gegebenenfalls ja noch mal schärfer, eine Runde schärfer wird, ist das Thema Suizid. Ja, also da hast du ja auch nochmal ganz andere Ebenen drin. Hätte ich denjenigen gestern nicht angemeiert, würde der heute noch leben, ja? Oder da hast du ja auch dann teilweise die Menschen versuchen es sich ja teilweise dann selbst zu erklären und teilweise beziehen sie es dann auf sich selbst, weshalb der andere den Exit-Knopf gedrückt hat, ja. Und das kriegst du auch normalerweise mit Bordmitteln innerhalb eines Unternehmens, kriegst du das nicht geregelt. Wie sieht denn jetzt konkret euer Angebot aus? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen, also ich höre das jetzt hier, den Podcast, und ich bin im Unternehmen, vielleicht auch in einer sehr entscheidenden Funktion, und denke mir, Mensch, wir sollten da was machen. Was macht ihr da? Wie sieht euer Angebot dann konkret aus? Also das allererste ist, wir sprechen erstmal ungefähr eine halbe Stunde, wie wir zwei oder wie wir drei jetzt hier sprechen und gucken einfach mal, was brauchst du in deinem Unternehmen? Was hast du bereits? Worauf kannst du aufsetzen? Denn es ist ja auch ein ganz, ganz großer Anteil von Kulturarbeit.
Und dann auch die nächste Frage, könnte die Chemie passen? Also nach dem Motto, wollen wir und können wir erfolgreich zusammenarbeiten? Nehmen wir an, dieses Gespräch hat stattgefunden und wir haben den Eindruck, dieses Unternehmen würde zu uns passen. Dann sagen wir, wir nehmen auf jeden Fall ein Angebot, wenn es kommt, an. Kann auch sein, dass wir eins ablehnen. Ja, also ablehnen würden wir dann, wenn wir den Eindruck haben, hier geht es nur um Feuerwehr und morgen geht es genauso wieder weiter. Also das ist, Entschuldigung, vergebene Liebesmühe. Ja, also können andere gerne machen, wir nicht. Ja, und jetzt nehmen wir an, du bist der Unternehmer und wir haben jetzt gesagt, okay, das passt für unsere, da passt die Zusammenarbeit. Dann würden wir im Endeffekt ein erstes Treffen machen mit dem Head HR, mit interne Kommunikation, Geschäftsführung. Mit Geschäftsführung natürlich und möglicherweise dem IT-Bereich, denn das vergessen ja auch viele. Du hast ja sicherlich genügend über Onboarding gemacht, aber der letzte Eindruck ist immer der, der bleibt. Und dann würden wir im Endeffekt mit einer Vorlage dann mal gucken, welche Situationen habt ihr? Und da haben wir im Endeffekt 8 Ausgangssituationen. Wie müsste dann dieses SOP, dieser Ablaufplan bei euch aussehen? Geben natürlich dann entsprechend auch quasi Hausaufgaben mit. Die nächste Frage ist, sollten, was auf jeden Fall eigentlich sollte, die Führungskräfte auch geschult werden in kleinen Gruppen. Denn auch da geht es einfach ja für viele auch erstmal ins Eingemachte. Ja, bis hin dazu, ich bin doch Ingenieur, ich bin so rational, ich kann da gar nicht. Ich habe genügend Ingenieure gesehen, jo, da war es anders. Und die zweite Frage ist, wenn du ein Unternehmen hast, wo sowas einfach häufiger vorkommen könnte, oder wo du einfach sagst, ich habe eben meine 500 Mitarbeiter, dann ist es die Frage, ob du einen kollegialen Krisendienst installierst. Das heißt also, du hast ja die Ersthelfer, wenn es um Krankheit geht, Verletzung geht. Du hast die Brandschutzhelfer. Brandschutzhelfer. Und jetzt in dem Fall dann die Krisenhelfer in solchen Situationen. Das heißt also Menschen, die im Unternehmen besonders qualifiziert sind, die auch rausgerufen werden können. Beispielsweise, wie eben halt passiert, da ist ein Staplerfahrer, kriegt auf dem Stapler, kriegt einen Infarkt, der Rest außenrum kriegt es mit. Und dann einfach wirklich mal zu sagen, so, wir haben hier die Möglichkeit, mit diesem Schlüssel in einen ruhigen Raum zu gehen. Dort ist jederzeit ein gefüllter Kühlschrank, dass wir einfach erstmal aus dieser Situation rausgehen, runterkommen, um einfach ja uns in der Selbstwirksamkeit selbst erstmal wieder spüren zu können. Und da wirklich auch dann die Betroffenen zu begleiten. Also wie gesagt, das sind so die beiden Gruppen. Und du kannst natürlich sagen, das reicht uns. Ja, aber wie alles, du hast irgendwann mal einen Führerschein gemacht und dafür hast du einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Aber wenn du heute an die Unfallstelle kommst, jo. Also da haben wir dann gesagt, wir bieten sowohl für die Führungskräfte als auch für die kollegialen Ersthelfer einen monatlichen Espresso an. Das heißt also 30 Minuten, 5 Minuten ankommen, 10 Minuten ein Thema, ich sage einfach mal von uns, und 10 Minuten Q&A und dann nochmal Vereinbarungen, genau das gleiche für die Krisenhelfer, was wiederum auch dann in den schwarzen Brandschutzordner ergänzt wird. Und natürlich in dem Moment, wo die einen Einsatz hatten, ja, dann natürlich, was braucht ihr, Supervision oder einfach damit da die Leute wirklich helfen können und keine, bei denen wiederum keine bleibenden Schäden sind. Ja. Und gleichzeitig wiederum haben wir dann aber auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, so, liebe Führungskraft, die du jetzt damit betraut bist, bevor dir jetzt alles über den Kopf wächst, hier ist die Nummer gegen Kummer oder wie du es auch immer nennen möchtest, hier hast du eine Notfallnummer, da erreichst du einen aus unserem Team im Endeffekt rund um die Uhr.
Und dann helfen wir dir notfalls auch vor Ort. Ja. Okay. Wenn wir sagen, apropos vor Ort, arbeitet ihr nur an der schönen Bergstraße, unter Anführungszeichen, oder wie groß ist euer Einfluss oder Einzugsbereich? Oder würdet ihr auch hier in der Schweiz ein Unternehmen unterstützen oder in Österreich? Wo Natürlich. Arbeitet ihr überall? Der ganze Dachraum. Der ganze Dachraum, das heißt, es geht dann virtuell. Das heißt, ihr seht dann ja, nicht nur virtuell. Also ich sag mal so, ich kann es managen im Prinzip, dass wir beiden oder einer aus unserem Team mit dem Wohnmobil durchstartet und dann innerhalb von 6, 7, 8 Stunden auch an der letzten Ecke des Dachraums dort ankommt und persönlich vor Ort ist und ja, unterstützt. Ja. Klasse. Ja, das ist doch schön. Das heißt, da ja, gibt es da viele Mitbewerber unter Anführungszeichen, also Unternehmen, die ähnliche Angebote haben, wie ihr das habt, oder seid ihr da ein bisschen allein unterwegs? Nein, also wenn du sagst, jemand, der so viel Erfahrung hat mit Trauer, wie ich jetzt wiederum, ich habe 700 Menschen an den Tod begleitet oder auch beerdigt, die Familien begleitet. Im Krankenhaus habe ich nun auch die gesamte Bandbreite gehabt. Diese Kompetenz gibt es nicht in diesem Maße und erst recht nicht aus der Arbeitssicherheit. Was du und auch an vielen Stellen ist nicht unbedingt in dem Maße das Know-how vorhanden von Strukturen im Unternehmen, denn du hast einerseits natürlich den konkreten Fall, aber dieser konkrete Fall wird umso größer, je weniger du vorbereitet hast. Wenn du aber gerade auch die, ich nenne es einfach mal Schemata aus der Arbeitssicherheit hast und da quasi von vornherein gute Leitplanken eingezogen hast, dann ist das deutlich einfacher. Von Seiten der Arbeitssicherheit sind wir in dieser Kombination, ich glaube, im Dachraum einzigartig. Wie gesagt, es gibt einige andere. Was wir halt auch nicht machen an dieser Stelle, ist nachher eine Trauerbegleitung des Einzelnen, sondern wir begleiten ganz bewusst die Führungskraft und die Unternehmen in dieser Situation für die Einzelbegleitung nachher, die auch langwierig sein kann. Das können andere machen. Gibt es da etwas zu ergänzen, was ihr noch abschließend sagen wollt? Also für mich ist eine ganz klare Sache. Erstens, es gibt ein Leben vor dem Tod. Das ist vielen Leuten nicht klar. das Zweite ist, mit jeder Geburt kommt ein neuer Tod in die Welt. Und das ist vielen nicht mehr bewusst, weil wir an vielen Stellen Tod und Sterben aus unserem Leben herausgedrängt haben. Aber wenn man dem Ereignis mal, ich sage einfach mal, den Horror nimmt, auch den Horror-Vakui nimmt, dann ist es einfacher, damit umzugehen, als wenn dann von allen Seiten her noch Erwartungen, Bilder und was auch immer auf einen zugetragen werden. Und da ist es einfach wichtig, mit einer guten Begleitung, mit einer guten Struktur damit umzugehen, um eben halt nicht da in die falschen Felder reinzulaufen. Und ja, der Tod gehört zum Leben dazu. Ja, ist so. Ja, ob wir es wollen oder nicht. Und da wirklich so normal, was auch immer das an der Stelle heißt, wie möglich umzugehen. Jetzt mal, du hast so viel Erfahrung auch da und ihr beide natürlich auch, wenn jetzt jemand wirklich Horror vor dem Tod hat, ich weiß, das kann man nicht in einem Satz schnell sagen, aber wie könnte man trotzdem ansatzweise einem diesen Horror vor dem Tod auch nehmen? Also es ist aus meiner Erfahrung, ich habe ja nun gerade auch im Klinikbereich, aber auch vorher schon in der Gemeinde genügend Menschen, ich sage mal, auf den letzten Metern begleitet. Die Lösung ist immer individuell. Und da kann ich nur sagen, am besten miteinander reden. Und ich habe zu meinem Bereich gehört auch immer wieder die Vertretung in einem Hospiz. Und ganz klar, diejenigen, die wissen, dass sie in der Zielgerade des Lebens sind, die reden am ehrlichsten. Die müssen von niemandem mehr Rücksicht nehmen.
Da dann wirklich auch auszusprechen. Also der Klassiker im Krankenhaus ist wirklich, Herr Pfarrer, besuchen Sie bitte nochmal unseren Vater. Und dann trifft man sich vor der der Zimmertür. Und da heißt es dann, Herr Pfarrer, wenn Sie jetzt reingehen, mein Vater hat noch 14 Tage, aber sagen Sie es ihm nicht. Palim, du bist auf der anderen Seite. Herr Pfarrer, schön, dass Sie da sind. Ich habe noch 2 Wochen, aber sagen Sie es meiner Tochter nicht. Das ist der Klassiker. Also der kam regelmäßig vor. Und da muss ich einfach sagen, ich habe zwar in dem Moment ein Auftragsproblem. aber ich sage, Leute, ihr habt noch 2 Wochen und dann gibt es keinen Auftrag mehr. Ja. Und nach dem Motto, entweder ihr redet jetzt darüber, dann könnt ihr es im Leben lösen oder nicht. Also ich ermutige an dieser Stelle ganz klar zu reden. Und Angst hat immer auch was mit Enge zu tun, weil man das Thema auch vorher nicht so im Blick hat oder nicht an sich rangelassen hat. Ich sage, man muss nicht jeden Tag darüber nachdenken, ja. Aber sich doch irgendwann mal mit dem Gedanken auseinandersetzen, so habe ich das, was ich hier wollte, umgesetzt oder nicht? Und wenn ich sage nicht, dann muss ich gucken, was steht auf meiner Löffelliste, was muss ich noch tun? Ja. Ja, ist so. Ja, lass mich aber nochmal, worauf ich aber nochmal gucken würde, das Thema Inklusion und Diversität an dieser Stelle. Das ist, also ich habe es ja auch im Krankenhaus erlebt, mit dem Thema Tod können viele auch deshalb nicht mehr umgehen, weil sie im Endeffekt auch von der Religio, die Rückbindung, da nicht mehr das Vokabular haben oder auch nicht mehr die Bilder haben. Und ich denke, da ist es auch wichtig, da wirklich zu gucken, welche Bilder könnte der andere haben? Möglicherweise, weil er eben halt der Muslim ist, weil er in der sowieso Richtung angehört oder Jude ist, der sowieso Richtung angehört oder katholisch oder schon immer gesagt hat, was will ich? Agnostiker. Ja, ganz klar. Aber auch genauso denen ein Gesprächsangebot zu machen, ich sag's mal ein bisschen flapsig, in der Sprache des Kunden. Und da wirklich auch zu wissen, welcher Religion oder welcher Richtung gehört nun mein Mitarbeiter an oder dessen Familie. Und da wirklich auch drauf einzugehen, ja. Also beispielsweise, wenn du einen muslimischen Mitarbeiter hättest, dessen Partnerin verstorben ist, dann ist ganz klar, du kandolierst persönlich. Ja, das geht nur dann nicht, wenn ihr 1000 Kilometer auseinander seid und ihr auf keinen Fall zusammenkommen könnt. Dann muss es eben halt über elektronisch wie heute gehen. Aber es kann nicht sein, dass du quasi auf demselben Firmengelände bist und dann nur einen Brief schreibst oder gar nichts machst. Also das geht gar nicht. Okay. Wow, ja, ich glaube, ein sehr wichtiges Thema, dem man sich doch auch annehmen sollte. Und schön gibt es Menschen wie ihr seid, wo da wirklich auch unterstützen können. Das finde ich großartig an der Stelle. Wir führen ja hier auch das Berufungszentrum. Und deshalb frage ich natürlich meine Gäste auch immer nach ihrer persönlichen Berufung. Dich hat mir das ja schon gefragt, Stefan, im 221. Würde ich vielleicht die Heinke nochmal fragen. Was würdest du als deine Berufung, sprich Bestimmung, Life Purpose beschreiben wollen? Was würdest du sagen? Oh Mann, schwierige Frage. Im Prinzip zieht sich eine Sache als roter Faden durch mein Leben. Ich sammle ganz viel auf, was am Boden liegt, gerade noch, ich sag mal, am Leben ist, wie auch immer man das definieren möchte, und stelle es wieder auf die Füße. Und gucke, dass es wieder selber läuft in eine vernünftige Richtung. Das ist so einer meiner, oder der rote Faden, der sich bisher immer durch mein Leben durchgezogen hat, egal ob es jetzt Tiere sind oder Menschen und Und wie lautet nochmal deiner, Stefan?
Du, ich glaube, das verändert sich auch. Also heutzutage würde ich immer sagen, Menschen zu helfen, ja, wirklich die beste Version ihres Lebens zu leben. Ich habe zu viele Menschen erlebt, die gesagt haben, ich habe hier eigentlich, da bin ich bei meinem Podcast, eine Stunde null. Aber mir ist das Preisschild, was ich da vorne für die Veränderung sehe, zu hoch. Deshalb bleibe ich hier. Nur diejenigen, die sich nicht verändert haben, habe ich als Klinikseelsorger kennengelernt mit einer Krebsdiagnose oder einer Infarktdiagnose. Und deshalb würde ich so argumentieren. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Gibt es auch Bücher, die euch selber berührt haben, wo sagt, Mensch, die würden wir ganz gerne, oder vielleicht ein Buch oder auch mehrere, die ihr gerne empfehlen könnt an der Stelle? Also, wir haben ja jetzt so Sommerzeit und was mir im Augenblick mal reingeflattert ist, zumal ich sie auch persönlich durch den Podcast kenne, ist Vanessa Weber. Mal ehrlich, Vanessa ist mit 18 von ihrem Vater in den Biergarten eingeladen worden und dann fiel ihr die Pretzeln aus dem Mund, als er sagte, so, und ab morgen willst du die Firma in der dritten Generation Werkzeughandel und sie hat gesagt, okay, ich mach's. Zumal der Vater auch zu der Art von Menschen gehört, die sagen, ich kann auch abgeben. Das ist ja ganz bei ganz vielen das Thema von Übernahme zwischen den Generationen. Und das war jetzt vor ein paar 20 Jahren. Und ich muss sagen, sie macht das Ding wahnsinnig gut. Und ja. Mal ehrlich, ist eine Sammlung aus ihren Beiträgen bei Impulse, da schreibt sie drüber. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich da noch mal etwas habe, was gegen den Stachel wirkt. Sehr schön. Wunderbar. Sehr, sehr gut. Wenn man jetzt mit euch mal Kontakt aufnehmen möchte, da geht es wahrscheinlich über Trauer im Unternehmen zusammengeschrieben.de. Ist das korrekt? Das ist am schnellsten. Das ist am schnellsten. Oder LinkedIn. Also, das ist auch gut möglich. Wenn der eine oder andere sagt, das ist mir von vornherein zu traurig, aber ich dachte mal so, alleine dieses Gespräch hier, wir sitzen nicht die ganze Zeit in der Ecke und weinen, ja. Genau, absolut. Und sonst gibt es halt auch noch deinen Podcast, oder? Genau. Das ist die Stunde Null. Null Talk. Und wie gesagt, da sind wir jetzt, ganz so viele Folgen wie du habe ich noch nicht. Ich bin jetzt gerade bei Folge 127. Aber ja. Eben, vielen, vielen herzlichen Dank für das ganz tolle Gespräch, vor allem dieses spezielle Thema, wo, glaube ich, schon auch den einen oder anderen hier doch auch berühren wird, so wie es mich auch berührt hat. Ich finde es wirklich großartig, dass ihr euch darum kümmert. Und wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, alles Gute und vielleicht bis bald wieder mal. Herzlichen Dank und bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald, dein Christoph.